Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in den Vereinigten Staaten, auch wenn diese Dose eine Malts of Scotland ist, ein MOS. Es ist dennoch ein Heaven Hill Produkt. Also MOS 19033, das heißt, deren Fass ist dann 19033. Das ist tatsächlich ein Heaven Hill Produkt. Es gab davon 533 Flaschen weltweit, alle bei 55,2% abgefüllt. Also Jens B. hat mich dazu ermutigt, gedrängt, ermutigt, nochmal gefragt, nochmal ermutigt, diese Flasche zu kaufen. Als ich mich endlich durchgedrungen habe, das denn zu tun, waren fast alle weg. 99 € hat sie gekostet und 99,99 € habe ich praktisch bezahlt, denn das wurde 3 Jahre in einen ganz normale Virgin Oak Fass, amerikanische Virgin Oak gelagert, umgefüllt, wahrscheinlich dann damals vor 17 Jahren hier in Deutschland, in ein Sherry Butt. Und seitdem, insgesamt 20 Jahre lang, hat es denn dort drin gereift. Also 3 Jahre Virgin American Oak, 17 Jahre tatsächlich hier in einen Sherry Butt. So, Whiskey Base Nummer 142711. Und ja, es ist lange her, seitdem ich vom Malt of Scotland etwas aus den Vereinigten Staaten probiert hatte. Ganz am Anfang von meiner Karriere habe ich fast alles, was ich kriegen konnte, für den probiert. Da waren schon merkwürdige, interessante Sachen dabei. Für mich ist immer wieder das Problem einfach mal der Reifung in Paderborn. Im Grunde ist das denn da. Denn das reift einfach anders als in Kentucky. Schöne Korken, muss ich sagen. Schöne Farbe. Also das ist hier eine schöne, schöne Brühe. Das ist wirklich ein bisschen, hat das einen rötlichen Stich. Was für ein Sherry Butt wissen wir nicht. Ob das ein Fino war oder ein PX oder Oloroso oder sonst was, werden wir nie sehen. Ist ein Product of America. Ja, ich habe Flasche Nummer 60 von 355 und Distilled at Heaven Hill. Sehr, sehr schön. So, tolle Flaschendesign. Auch dann muss man auch sagen, der Deckel kommt arg schwer momentan ab. Aber das ist eigentlich gut. Und was auch momentan sehr, sehr schön ist, viele Leute haben mehr und mehr auch hier dieses Papier reingelegt. Das ist tatsächlich auch nicht nur einmal, sondern zweimal ist das hier mit dieses ausgekleidet. Und dann muss ich sagen, das gab es hier tatsächlich für mich eine hochwertigere Erlebnis. Dann scheppert das nicht in der Dose jetzt hier. Womit kann man einen 99 € Bourbon vergleichen? Natürlich mit einer anderen 99 € Bourbon vergleichen. Und das ist hier unser Stag Junior. So, wir sind hier bei 63%, wir sind hier bei 55%. Ist das fair? Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Die Frage ist, wenn ich 100 € für einen Bourbon ausgebe, welche würde ich lieber haben? Würde ich lieber ein Stag Junior haben oder würde ich lieber hier Heaven Hill, 20 Jahre alt, eine von 533 Flaschen, die sowieso fast alle weg sind. Zumindest jetzt hier Ende Dezember, die waren noch in Holland ein paar Flaschen zu bekommen, immer ein paar Euro teurer denn da. Meine Nase sagt, eine Sherry-Bombe, aber eher dieses Sherry-Moment, den ich kriege vom Glendronach, 12 Jahre alt. Das ist halt für mich ein Erdbeermoment. Also der 12 Jahre alte Glendronach, schön, dass ich ihn einfach so greifen kann, ist tatsächlich ein Mix aus Pedro Ximénez und Olorose Sherry Casks. Und da habe ich immer wieder ein bisschen so leichte Erdbeernoten da drin. Also es kann nur ein Fass gewesen sein. Oloroso. Der Rosinsaftige habe ich hier nicht ganz so. Sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr überladen fast. Würde man es merken, dass das tatsächlich Bourbon ist, blind? Das frage ich mich. Einen Moment. Glaube ich schon, glaube ich schon. Also, das ist schon eine sehr, sehr nette, nette Sache hier. Ich werde meine Nase austricksen. Warum? Weil man das einfach mal kann. Also eine meiner schönsten Sherry-Bomben momentan ist einfach der Glenrothes Whiskey Maker's Cut. Das ist tatsächlich hier auch mit
Natural, genau. First Fill Sherry Season, da steht auch nicht drauf, was für eine es ist. Und das hat für mich immer wieder, das war 48,8%. Und es geht wirklich nur jetzt hier um dieses Sherry-Moment in der Nase. Würde ich die unterscheiden können? Einfach für mich mein Experiment. Also, würde ich diese Sherry-Nase von jedem Sherry-Nase auch einfach mal unterscheiden können? So. Doch, da kommt ein Bourbon-Note durch. Also, da ist viel, viel dunkler hier, ein bisschen süßlicher. Also süßlicher, nicht mit Maissirup süßer, sondern eher eine Zuckerrübensüße. Und hier ist tatsächlich ein bisschen heller, ein bisschen mehr Zuckerwattesüße. Interessant. Also man kann schon. Okay, der Bourbon kommt durch. Das freut mich, das freut mich. Experiment geglückt. Also Test bestanden, hat zumindest meine Nase hier. In beide ist es ein kleines bisschen staubig irgendwie. Aber das ist fruchtiger. Also fruchtiger, in dass ich nicht Beerennoten hier habe. Hier habe ich die Beeren, also Erdbeere, rote Grütze und so weiter. Aber hier habe ich ein bisschen mehr hellere Früchte. Ich habe gelbe Pflaumen hier. Okay, wo das auch herkam, werden wir so sehen. Okay, 55,2% Slanche. Wow, hart. Sehr hart. Mein Control Whisky war Private Select Maker's Mark 55%. Ja, 55,2%. Hier ist wesentlich heißer, hotter. Also, das heißt, die 17 Jahre dort in Sherry Butte, dort in Paderborn, gab es nicht so viel Interaktion mit dem Holz, wie man das in Kentucky so hat. Das ist die erste Sache, was ich sofort spüre und sofort merke hier. Ja. Pfeffer. Dieser additive Reifung, man gibt was dazu, Farbe und Sherry-Moment und subjektive, diese Abnehmen, dieses Runden von den Alkoholnoten, diese Schärfe kommt ein bisschen weg, ist hier nicht ganz so oft, nicht ganz so geglückt wie bei, lass uns sehen, was George Stagg sagt hier. George Stagg mit 63,2%. Ja, es ist schon erstaunlich, wie weich der Stagg Junior sein kann, verglichen hiermit. Und für alle, die am Anfang von ihrer Bourbon-Karriere sind, die jemals einen Stagg Junior hatte, man sagt immer wieder, Stagg Junior macht einfach so. Und du sagst, bitte nochmal. Also, der hat schon Power. Das ist pfeffrig, das ist scharf, das ist hart. Ich gehe zurück und schaue nochmal. Einen Moment mal. Ja, nochmal. Ich krieg Zuckerglasur. Sorry, nicht meins. Oh, der ist schon fruchtig. Zumindest ist er nicht meins pur. Nun, das Gute ist, Gott gab uns Wasser. Und einfach weil der Hersteller gesagt hat, ich tue kein Wasser rein, heißt lange noch nicht, dass wir kein Wasser rein tun sollen. Und deshalb dürfen wir unser Whisky hier ein kleines bisschen auch aufpeppen oder ein bisschen verändern. Nun, es geht nicht darum, jetzt hier die 1, 2, 3, 4 Tropfen rein zu tun, damit es sich entfaltet. Es geht dabei, das Ding auf 50% runterzubringen. Ja, also von 50%, wenn es sein muss, auf 45%. Und dann schauen wir mal, wie der schmeckt. Ja, also ich bin nicht immer der beste Freund von Fassstärke. Ja, manchmal ist es sehr, sehr lecker. Da. Manchmal ist es noch nicht ganz so lecker. Manchmal ist es einfach mal, So, schauen wir mal. So, oh ja, jetzt kommt ein bisschen mehr eine schöne Vanillenote durch.
Ich krieg Christmas Shortcake und auch Christmas Pudding. Also das ist tatsächlich hier diese, wie ein Stollen praktisch, was wir haben jetzt hier in Dresden. Oh, viel, viel besser. Erst einmal. Okay. Cheers. Also Cilantro sollte ich wahrscheinlich gar nicht sagen, denn auf Englisch. Er prickelt und schießt und piekst meine Zunge immer noch extrem. Oh Mann, der hat aber viel Geschmack. Boah, hat er viel Geschmack. Pflaumen, Beeren, rote Grütze. Also der Sherry ist massivst in diese Whisky eingedrungen, ja? Also Wahnsinn. Also würde ich das als Bourbon erkennen wollen und können am Mund? Du hättest mir auch sagen können, und das ist hier das Problem, du hättest mir sagen können, dass ein Wodka, der einfach mal in in ein Sherryfass 17 Jahre gelagert wurde, würde ich sagen, jo, genau. Also in diesem Bourbon-Moment ist das, was mir ein bisschen am Mund fehlt. Okay, ich habe nochmal zweites Mal verdünnt. Ich bin jetzt unter 50%, vielleicht bei 45%. Vielleicht bei 40%. Ich krieg Cerealien. Es gibt Cheerios, also gab es mal in Deutschland, gibt es nicht mehr. Aber es gibt Honey Nut Cheerios, aber der normale ohne Honey Nut kriege ich hier. Immer noch süße Beerennote ohne Ende. Der Alkohol ist weg. Also was wahnsinnig viel Süße da drin. Wow. Also es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Whisky-Sorten machen. Das ist nicht mein Beuteschema. Ich habe neulich hier der Ben Riach Cask Strength Batch 2 gegenüber den Glendronach Batch 8, glaube ich, war das. Und da waren hin und her, hin und her. Und am Ende, glaube ich, habe einfach Ben Riach hier gesagt. Hoffentlich ist das Video schon raus. Würde ich jeden Tag vorziehen. Und da bin ich Whiskey Jason, der einfach Bourbon liebt. Denn das hat wenig noch mit Bourbon zu tun. Versteht ihr? Also, das ist ein Sherry-Monster geworden. Und da fehlt es gänzlich für mich an den Heaven Hill-Moment. Gut, das ist mein Buffalo Trace-Produkt. Ich habe, glaube ich, hier, ich muss echt überlegen, welche Heaven Hill-Produkte ich habe in Fassstärke momentan. Damit ich es überhaupt ein bisschen vergleichen könnte hier. Nee, ich habe hier nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, also doch, ich habe was hier. Das ist auch Heaven Hill, nicht wahr? So, genau. Bardstown. Frankfurt. Wir gehen einfach weg und ich gehe mal zu Elijah Craig Barrel Proof einmal ganz kurz und schau mal, was denn da passiert. Und dann können wir ein letztes Mal hier einfach mal das vergleichen. Stell mal vor, man würde einfach mal den Elijah Craig Barrel Proof tatsächlich hier einfach meine Sherry fast für 17 Jahre hier in Deutschland lagern. Was würde passieren denn damit? Wir sind bei 62%, hier sind wir bei 55%. Ich habe eine Verwandtschaft. Wow, also gut, ich gehe mal erstmal zu Elijah Craig Barrel Proof, The Bottle of Wow. Also geniales Zeug. Jemand hat mich gefragt, muss ich unbedingt die 70,1%, muss ich unbedingt die was auch immer Batch haben, egal welche Batch du bekommst. Die Elijah Craig sind alle wow. Manche sind wower, manche sind ein Tick weniger wow, aber alle sind einfach mal genial, ja? Also muss ich schon sagen, und das ist eine sehr, sehr gut. Ich habe die Batch Nummer
B, 5, 2017. Das heißt, der zweite Batch in dem Jahr 2017, was im Monat Mai rauskam, 5. Der A wäre zum Beispiel ein A1, das wäre Januar und das könnte 17 sein. Die geben normalerweise dreimal im Jahr geben sie Batches raus. Und je nachdem, was rüberkommt und was abgefüllt wird, denn hier in Europa brauchen wir 700 Milliliter Flaschen, in Amerika kriegt man 750 Liter Flaschen. Ihr merkt, kein Wasser, lecker, wow. Bisschen Hitze gibt es doch. Gerade am Ende denn da, die Zunge kitzelt. Oh ja, auch towards the end, am Ende. Lecker, 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 lecker. So dürfte es und müsste Bourbon immer sein. Und es je nachdem, welchen Tag ich so bin, natürlich Stag mache ich wahrscheinlich ein bisschen Tick besser. Kostet um die 20 Euro mehr, meistens schwieriger zu finden. Elijah Craig Barrel Proof hat man nie eine richtige Knappheit hier in Europa gehabt. Stag Junior gibt es immer wieder, whoops, und dann kommt was, und dann whoops, dann kommt was. Okay, nochmal zurück zu Malts of Scotland, Heaven Hill, MOS hier, 19033. Und letztes Mal, wie Gott den geschaffen hat mit 55,2%. Also ihr habt gemerkt, ich habe alle möglichen Sachen im Fassstärke gehabt. Ich habe Stag Junior gehabt hier. Ich habe den Maker's Mark Private Select hier gehabt. Ich habe hier den Elijah Craig Barrel Proof, Bottle Wow. Und das jetzt hier auch noch. Und das brennt am meisten von allen. Und das ist am süßesten von allen. Das ist wirklich ein bärensüß. Also denk an einen Energy Drink. Und das ist irgendwie flüssige Gummibärchen, flüssige rote Grütze, flüssige Beeren, rote Beeren. Nee, also meins ist das wirklich, wirklich, wirklich hier nicht. Also da würde ich nicht zurückgreifen am Weihnachten oder am Neujahr oder am neuen Jahr oder wann auch immer und sagen, oh, jetzt habe ich Lust drauf. Meine Hand würde immer Richtung Elijah Craig wandeln, immer Richtung jetzt hier Stag Junior wandern, immer Richtung sogar auch hier der Maker 46 würde ich lieber auch den haben als das hier. Deshalb kriegt er von mir ein 3-. Sorry. Ist nicht meins. Allerdings, es gibt bestimmt Menschen da draußen, die einfach so sagen, wow, ich kenne Bourbon und das ist nicht Bourbon, das ist hier, das ist flüssig, das ist lecker, das ist schön, das sind Beeren, das ist rote Grütze im Glas und da sagt ihr, perfekt, da seid ihr dabei. Bravo, bravo, bravo. Dann kauft euch, falls ihr die Flasche noch bekommen kann oder könnt, denn dort für 100 Euro oder 110 Euro, wie er momentan das so ist, und genießt den. Ja, aber die typischen Menschen, die draußen, die sagen, ich will Bourbon. Einfach mal jetzt hier kennen, machen großen Bogen darum, denn das ist nicht typisch Bourbon. Das ist ein Bourbon, der ein bisschen mutiert wurde durch die 17 Jahre lange Lagerung jetzt hier in Deutschland und die 17 Jahre Lagerung in Sherry Butt. Ich finde nicht, dass dieser Whisky dadurch besser gemacht wurde. Sorry. Aber ich glaube, es gibt Menschen da draußen, die das wirklich gut finden. Also 3- für mich ein Geschmack und von Preis-Leistung auch ein 3-. 1, unbedingt kaufen. 2, kaufen. 3, kann man kaufen. 4, braucht man nicht kaufen. 5, warum wurde es überhaupt hergestellt? Also wir sind knapp an den 4, aber nicht ganz. Ja, also Master of Malts, Malts of Scotland, Masters of Malt. Malts of Scotland, MOS, machen genialen Scotches. Also, was sie dort abfüllen, zu Teil. Es gibt einen Banff, den ich neulich auch im Glas, also nicht im Glas, sondern berühren dürfte. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Ich glaube auch, der Besitzer jetzt hier wurde nochmal auserkoren, das beste Independent Scottish Bottler der Welt. Also, was die da machen, ist cool. Auch deren Paul Johns aus India, also die waren so, so schön. Aber mein Gefühl,
ist, dass sie nicht unbedingt der Händchen da, der letzten Schliff haben, um einen perfekten Bourbon zu machen nach Jasons Geschmack. Okay, vielleicht aber für deutsche oder für europäische Geschmäcker schon. Whisky Jason, ja, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist ganz einfach. Welche MOS, also Malt Scotland Abfüllung, gefällt euch am besten? Es gibt so viele da draußen. Ihr könnt euch auf die Bourbons auch denn da erstmal spezialisieren. Ihr könnt euch natürlich auf die anderen Sachen auf der Welt spezialisieren. Ihr könnt auch nach Schottland hingehen. Es gibt so viele gute Sachen da draußen, die Thomas Evers dort in Paderborn abfüllen. Nenn einfach eine da unten und schau mal, ob wir ein gutes Ges Diskussion, ein gutes Gespräch hier haben. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ein kleines bisschen enttäuscht, aber so ist es manchmal. Ich bedanke mich. Liken bitte nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Weitererzählen, weiter sharing. Also teil dieses Video überall, wo wer möchte und wer möchte und kann. Und auch schaut mal auf meine Sample-Liste unten, wie auch denn auf meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Leider ist die Flasche schon innerhalb von 25 Minuten dort verteilt gewesen. Also, Martin, du hast recht gehabt. Danke dafür. Ciao.